Hallo meine Lieben, der Samstag ist ja sonst immer für die MDS Classics Video reserviert, doch diesen möchte ich heute für eine, recht seltsame News nutzen. Und ich bin mir nicht ganz so sicher, was ich davon halten soll, aber schreibt mir mal in die Kommentare, was eure Meinung darüber ist. Und zwar, ein deutscher Hacker soll sich in die digitale Bibliothek des Vatikans gehackt haben. Und dort ist er auf etwas Weltbewegendes gestoßen, das die Geschichte der Menschheit völlig auf den Kopf stellt. Wir schauen uns das heute einmal genauer an. Und wenn ihr noch mehr aktuelle News und spannende Videos aus der Welt der UFOs, Aliens und Mysterien sehen wollt, dann abonniert doch auch meinen Kanal, wer es noch nicht getan hat. Aktiviert die Glocke und liked und kommentiert das Video. Da freue ich mich dann wirklich immer sehr. Jetzt geht es aber los, wie immer direkt nach dem Intro. Vor etwa einem Monat gab Ralf Bastet, ein Hacker aus Deutschland, bekannt, dass es ihm gelungen sei, sich in den Vatikan zu hacken, beziehungsweise in die Server des Vatikans. Und dort stieß er auf eine Datei, in der sich geheime Informationen über die Menschheit befanden. Ja, so geht es gerade zumindest durch die sozialen Medien. Genauer gesagt hätte dieser Hacker aus Deutschland den Zugriff auf Informationen über eine frühere Zivilisation gehabt, eine Menschheit vor der Menschheit. Und dieser habe dann auch noch dieses geheime Dokument öffentlich gemacht, inklusive einen Text, der eben von jener Zivilisation vor uns stammt. Doch damit noch lange nicht genug. Dieser Text sei auch noch explizit an uns Menschen gerichtet gewesen. Sein Beitrag, seine Veröffentlichung, blieb allerdings nur 3 Tage lang im Internet, so heißt es. Dann wurde dieser mysteriöse Text gelöscht. Und auch der Account von dem Hacker, von Ralf Bastet, war dann nirgendwo mehr aufzufinden, als wäre sein kompletter digitaler Fingerabdruck aus dem Netz verschwunden. Dieser Umstand löste dann bei etlichen Nutzern natürlich so einige Kontroversen aus. Was war mit ihm passiert? Hat man ihn irgendwie verschwinden lassen? Stimmt das überhaupt, was er da veröffentlicht hat? Fragen, die bis heute nicht geklärt werden können. Und von diesem mysteriösen Text ist auch nur noch eines bekannt. Vor 25.000 bis 30.000 Jahren gab es einen Staat mit einem hohen Entwicklungsstand, der sogar unseren heutigen übertraf. Eine viel weiterentwickelte Zivilisation. Doch trotz des Fortschritts waren die Bewohner vielen Lastern ausgesetzt. Gier, Stolz, Grausamkeit. Die Genetiker dieser Zivilisation haben dann Menschen für körperliche Arbeit geschaffen und ihnen Kraft verliehen. Sklaven, die Dinge für sie erledigen sollten, die sie nicht machen wollten. So ging es dann mehrere Jahrhunderte lang. Die so erschaffenen Arbeiter galten als, recht minder intelligent. Doch dann wurde nochmal ihr Genom verändert. Es sollte ihnen dann ermöglichen, intellektuell zu wachsen. Nun seien diese Arbeiter dazu in der Lage gewesen, komplexe Probleme zu lösen, damit dann auch viel höhere Arbeiten auszuführen. Doch dieser Intelligenzschub brachte dann auch noch etwas anderes mit sich. Diese Sklaven dachten darüber nach, sich aus ihrer Knechtschaft zu befreien. Logisch, würde ich auch wollen. Ein Aufstand wurde dann vorbereitet. Schnell war dieser jedoch niedergeschlagen worden. Ihre Herren waren ihnen technologisch einfach zu weit überlegen. Die Konsequenzen aus dieser Revolution waren, dass die meisten aus den Städten vertrieben worden sind. Und genau dieses Ereignis sei als die Vertreibung aus dem Paradies in der Bibel beschrieben. Rund 90% der Arbeiter befanden sich nun nur noch außerhalb der Stadtmauern, lebten und arbeiten dort. Und dieses System habe etwa 6.000 bis 8.000 Jahre lang funktioniert. Doch dann begann ein großer Krieg. Nicht zwischen den Sklaven und deren Herren, sondern unter ein paar Vertretern dieser mysteriösen Zivilisation vor dem Menschen. Dabei wurden verschiedene Arten von Waffen eingesetzt, Klima, Photon, Temporal und andere Vernichtungswaffen. Die Auswirkungen davon erfassten fast die gesamte Erde. Überlebt haben dies nur etwa 10 bis 15% der Sklaven und nur einige Dutzend ihrer Herren.
Als der ursprünglichen Zivilisation dann klar wurde, dass sie mit der Zeit verschwinden würden, gaben sie ihr Wissen an ihre Geschöpfe weiter, an diese Sklaven. Ja, und diesen gaben sie ihr Wissen weiter, aus den Bereichen Astronomie, Astrologie, Metallurgie, Mathematik und Alchemie. Die Mythen über das Kommen der Götter und eine Weitergabe von Bildung und Kultur ist unter der nun noch jung befreiten Menschheit erhalten geblieben. Dies sei vor etwa 12 bis 15.000 Jahren geschehen. Einige Jahrhunderte später erkannten die Menschen dann, dass diese Götter, also die paar wenigen ersten Menschen, die überlebt haben, sie zu neuen Kriegen drängten. Infolgedessen wurden dann auch die letzten Vertreter dieser, ja, hochentwickelten Zivilisation vor den Menschen getötet. Nach diesem schlussendlichen Befreiungsschlag begannen die Menschen Städte und Gemeinschaften zu gründen. Die ersten 100 Generationen erinnerten sich dabei noch ziemlich gut an den großen Krieg. Sie versuchten zu erschaffen und nicht zu zerstören. Kleinere Konflikte, wenn es sie überhaupt gab, wurden friedlich beigelegt. Die menschliche Zivilisation blühte auf. Die alte geriet aber in Vergessenheit. Damit auch das Wissen um die Folgen einer solch großen kriegerischen Auseinandersetzung. Ja, und dann sollte es soweit kommen, dass die Menschheit wieder anfing, Kriege zu führen. Verschiedene Religionen und Weltanschauungen verstärkte diesen Drang danach. Große Schlachten wurden geschlagen. Ein endloser Kampf. Ja, der bis heute wohl anzudauern scheint. Und damit endet diese Geschichte auch. Der vermeintliche Leak des deutschen Hackers. Ja, für mich klingt es natürlich erstmal wie ein Gleichnis, eine Geschichte, wie sie schon die alten Griechen erzählten, einfach um uns den Spiegel vorzuhalten. Schließlich sind wir auch schon auf dem Weg dahin. In Zukunft werden wir noch sehr viel mehr Roboter einsetzen, vielleicht gar humanoide Maschinen erschaffen, die dann dazu in der Lage sind, uns unsere tägliche Arbeit vollkommen abzunehmen. Maschinelle Sklaven. Der Sprung zu der Erschaffung eines biologischen Arbeiters wäre da nicht mehr allzu fern. Doch tatsächlich gibt es auch ganz handfeste Hinweise auf diese, ja, mysteriöse Zivilisation. Eine sogenannte vorsintflutliche Kultur, bekannt unter dem Namen Antediluvien. Ja, und genau darüber habe ich euch schon einmal berichtet. Und mit dem vermeintlichen Hack des Vatikans bekommt dieses Video natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ja, und so wird aus dem heutigen Samstagsvideo dann doch noch so ein halber MDS-Classics-Tag. Wer also wissen will, wer diese Antediluviens gewesen sein sollen, der bleibt nun dran. Alle anderen haben nun ein schönes sonniges Wochenende. Aber schaut mal rein, es ist wirklich interessant. Die Sintflut. In etlichen mythologischen Erzählungen antiker Kulturen ist sie ein zentraler Bestandteil. Die Auslöschung des größten Teils der Menschheit. Eine verheerende Katastrophe. Riesige Wassermengen, die die Städte und Dörfer wegspülten. Ist den meisten dieses Ereignis aus der Bibel bekannt, ist der Bericht der Sintflut weitaus älter. Bevor die große Flut Einzug ins Alte Testament fand, beschrieben schon etliche andere alte Kulturen dieses Ereignis. Die Sumerer im Atrahasis-Epos, die Babylonier im Gilgamesch-Epos und auch die alten Griechen wussten schon um diese ausufernde Katastrophe. Wann genau das Ereignis, das wir als die Sintflut kennen, über die Erde kam, lässt sich nur schwer ermitteln. Basieren die Berichte der alten Sumerer auf viel ältere Erzählungen? Haben sie die Beschreibungen einer weltumspannenden Katastrophe auch nur übernommen, so wie es die Christen in ihrer Bibel von ihnen übernommen hatten? Die Frage nach dem Wann geht einher mit der nach der Zivilisation, die davor lebte, vor der Auslöschung fast allen Lebens auf der Erde. Wenn es eine solche Flut gab, wer waren dann die Menschen, die vor dieser lebten? In Fachkreisen werden die Menschen, die vor der Sintflut lebten, als die Antediluviens bezeichnet. Zwar ist dieser Begriff im Englischen weitaus gebräuchlicher, doch beschreibt dieser Begriff auch hierzulande diese mysteriöse Zivilisation. Ein Volk, das in etlichen Schriften so ganz anders beschrieben wird, als dass wir sie noch als Menschen bezeichnen könnten. In einer Zeit, als die Erde noch viel lebensunfreundlicher zu sein schien, als sie es heute ist. So spricht die Bibel zum Beispiel von einer Ära großer Bosheit. Auf der Erde wandelten die Giborim, Kreaturen, die allgemeinüblich als Riesen bezeichnet werden. Und auch die Nephilim sollen sich auf dem jungen Planeten niedergelassen haben. Wesen, die aus der Kreuzung zwischen dem frühen Menschen und den Göttern entstanden sein sollen.
Bibelforscher gehen gar davon aus, dass die Giborim und die Nephilim ein und dieselben Wesen waren. In der Genesis werden sie als mächtige Männer beschrieben, von denen man auf der ganzen Welt Ehrfurcht besaß. Sind sie die Antediluvians? Gibt es Beweise, die darauf hindeuten, dass eine weit fortgeschrittene Zivilisation auf Erden wandelte, weit vor der Existenz der Menschheit, so wie wir sie heute kennen? Auf der Suche nach Antworten, wer wirklich diese Wesen waren, die vor der Flut lebten, müssen wir den möglichen Zeitpunkt dieser großen Katastrophe kennen. Forscher dieser Welt sind sich im Allgemeinen einig, dass es vor 9400 Jahren eine Erwärmungsphase der Erde gegeben hat. Ein Ansturm von Meerwasser aus dem Mittelmeer brachte das Schwarze Meer zum Überlaufen. Diese Flut aus dem damaligen Süßwassersee verwandelte die Gebiete um das Schwarze Meer herum schnell in eine lebensfeindliche Umgebung. Ist das die Zeit der großen Bosheit aus der Bibel? Theorien deuten darauf hin, dass das Schwarze Meer bis zu 60 Meter angestiegen ist. Die Folge waren etliche überschwemmte Dörfer. Ein Szenario, das durchaus regional begrenzt als große Flut hätte beschrieben werden können. Eine weitere These aus dem Jahr 1993 geht noch weiter. Ehemalige Küstenlinien in dem Gebiet zeigten gar eine ursprüngliche Tiefe von bis zu 120 Metern. Die überfluteten Regionen seien dabei voller landwirtschaftlicher Siedlungen gewesen. Eine große Überschwemmung hätten dabei 100.000 Quadratkilometer Land unter Wasser gesetzt. War dieses Ereignis um 7400 vor Christus das, was die damaligen Menschen als Sintflut beschrieben? Vor 9400 Jahren befanden wir uns laut offizieller Geschichtsschreibung im präkeramischen Neolithikum, der Jungsteinzeit. Die früheste erste Kultur, eine Hochzivilisation, ist laut der Archäologie erst viel später auszumachen. Die Sumerer lebten in der Oba'i-Zeit, frühestens 5500 vor Christus. Die meisten Forscher gehen davon aus, dass die alte mesopotamische Kultur erst um 2900 vor Christus ihren Anfang fand. Die Menschen Sumas entwickelten dabei Technologie, die wir auch heute noch nutzen. Sie waren die ersten, die begannen, Kupfer zu verarbeiten. Sie erfanden die Zeit in Form von Kalendern und Tagesabschnitten, entwickelten Gesetzestexte, bauten Segelboote, führten das erste Zahlensystem ein und erfanden das Rad. Die Entwicklung der Schrift, die der Keilschrift, die die Vorlage aller heutigen europäischen Schriften bildet, machte das Volk der Sumerer einzigartig zu ihrer Zeit. So heißt es zumindest in den zahlreichen Studien über die alte Kultur der Sumerer. Doch kann es sein, dass dieses Wissen schon viel früher entstand? Waren die Sumerer nur diejenigen, die sich als erstes nach einer großen Flut erholten? Tausende Jahre nach einer riesigen Überschwemmung, in dem Gebiet, in dem es 6600 Jahre zuvor schon einmal eine Kultur gab, eine vorsintflutliche Superzivilisation. Die berühmten Anlagen in Stonehenge sind ein Meisterwerk der Steinzeit. Rund 4000 Jahre alt geht das monolithische Bauwerk einher mit den meisten Datierungen über die sumerische Kultur. Doch ist die alte Kulturstätte weit weg von dem Ort, den wir als die Wiege der Zivilisation bezeichnen würden. Zudem viel zu jung, um in die Zeit vor der Sintflut zu blicken. Schließlich soll sich diese vor bereits 9400 Jahren ereignet haben. Es gibt nur einen Fund, der in diese Zeit reicht. Ein prähistorisches Gebiet, das die heutige Wissenschaft auf den Kopf stellt, bis zu 11500 Jahre alt und damit erbaut weit vor der großen Überschwemmung. Die Zeit, in der es laut der Bibel heißt, die Giborim und Nephilim hätten die Erde beherrscht. Eine vorsintflutliche Zivilisation, die Antediluvians. Sie erbauten das, was wir heute als Göbekli Tepe kennen, eine Kultstätte im Südosten der heutigen Türkei. Sie entstand zu einer Zeit, als der Mensch noch Jäger und Sammler war. Doch das kann nach unserer heutigen Geschichtsschreibung nicht sein. Diese lehrt uns, dass solche Anlagen erst erbaut worden sind, als die Menschheit sesshaft wurde und Ackerbau betrieb. Wer also sonst könnte dieses monumentale Bauwerk errichtet haben? Die Anzeichen dafür, dass eine frühe, wandernde Steinzeitkultur diese nicht hätte erbaut haben können, sind eindeutig. Archäologen der Cambridge University haben innerhalb Göbekli Tepe perfekte geometrische Strukturen ausmachen können. Etwas, das nur eine fortgeschrittene Kultur hätte zustande bringen können.
Die breiten, ringförmigen Strukturen, von denen die größten einen Durchmesser von 20 Metern besaßen und aus bis zu 5,5 Meter hohen und bis zu 20 Tonnen schweren Steinpfeilern bestehen, sind zwar schon seit längerem bekannt, doch gingen bisher alle Forschenden davon aus, dass diese planlos nach und nach errichtet worden sind. Doch durch Computeranalysen der Baustrukturen fanden sie Beweise architektonischer Entwurfsprozesse. Drei der monumentalen Kreisstrukturen Göbekli Tepes weisen zusammenhängende geometrische Muster auf. Dies lässt nur einen Schluss zu. Es wurden geometrische Gesetzmäßigkeiten und gleiche Ausrichtungen beim Bau der Anlage im Vorhinein geplant. Besonders beachtenswert ist die Tatsache, dass die Zentren der drei Kreise bei ihrer Verbindung ein gleichseitiges Dreieck bilden. Demnach wurde die Anlage also nicht einfach nach und nach ergänzt, sondern von Anfang an mit Hilfe eines Entwurfs geplant. Göbekli Tepe ist so für viele der Beweis für eine vorsintflutliche Superzivilisation. Sie besaßen Fähigkeiten, die tausende Jahre vor denen der Sumerer entstanden, zu einer Zeit, die von den meisten Forschern als vor der Flut beschrieben wird. Wer war diese alte Zivilisation, die das monumentale Bauwerk errichtete? Über die Erbauer ist recht wenig bekannt. Auf den alten Ruinen findet man reptilienartige Kreaturen, zur Steinzeit passende Flora und Fauna und gar das, was einige Experten als Dinosaurier interpretieren. Kurioserweise wird auch in der Bibel von dinosaurierähnelnden Kreaturen in der Zeit vor der Flut gesprochen. Wer sie wirklich waren, wissen wir nicht. Nur eines steht fest: Weit vor der Zeit, die die alten Kulturen als vor der Sintflut beschreiben, gab es eine Zivilisation, wie sie erst tausende Jahre später wieder in Sumer entstanden ist. Zu einer Ära, als der Mensch sich noch in Höhlen verkroch und sich durch das Jagen und Sammeln auszeichnete. Die in der Bibel als Giborim und Nephilim bezeichnet werden. Die Antediluvians. Muss die Geschichte der Menschheit vollkommen neu geschrieben werden, oder existierte vor tausenden von Jahren eine weitere, andere Zivilisation auf der Erde? Schreibt mir wie immer eure Meinung dazu in die Kommentare. Bis dahin, Augen auf und bis zum nächsten Video.